Mit dem MateBook X Pro hat Huawei auf dem MWC hier in Barcelona ein ultradünnes Notebook mit pfiffigen Funktionen vorgestellt. Wir schauen uns das Gerät mal genauer an. Das MateBook X Pro ist an der dünnsten Stelle nur 14,6 mm dünn und das ganze Gerät bringt 1,33 kg auf die Waage. Das 13,9 Zoll Full-View-Display löst mit 3000 x 2000 Pixeln auf, ist also im 3:2 Format. Die Pixeldichte liegt bei 260 ppi, das Kontrastverhältnis bei 1500:1. Wir haben also ein sehr kompaktes und leichtes Gerät, das sich trotzdem von der Leistung her nicht verstecken muss, vor zum Beispiel ein MacBook Pro von Apple. Das ist nämlich offensichtlich die Konkurrenz, die Huawei hier sieht und zu der es ein Konkurrenzprodukt anbieten möchte. Denn im Huawei MateBook X Pro steckt entweder ein Intel Core i5 oder ein Intel Core i7 der aktuellen 8. Generation, die besonders energieeffizient ist und dennoch leistungsstark ist. Hinzu kommt allerdings auch noch eine dedizierte Grafikkarte und zwar die Nvidia GeForce MX 150, die über eigene 2 GB DDR5 Speicher verfügt. Bei so viel Leistung wird ein Gerät natürlich ziemlich schnell heiß, vor allen Dingen, wenn es so dünn und kompakt ist. Deshalb setzt Huawei bei dem Gerät eine intelligente Kühllösung ein, die für möglichst gute, effiziente Kühlung sorgen soll. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Dolby Atmos Unterstützung bei diesem Gerät und wir haben ein paar noch weitere pfiffige Extras. So steckt zum Beispiel der Fingerabdrucksensor direkt im Powerknopf. Das heißt, wenn ich das Gerät einschalte, authentifiziere ich mich auch gleich und Windows 10 meldet mich an. Eine weitere Besonderheit ist, dass die zwischen der F6 und der F7 Taste eine weitere Taste sich befindet, über die, wenn man sie drückt, eine Kamera hochgeht, die ich dann für zum Beispiel Skype etc. Gespräche nutzen kann. Wenn ich wieder auf die Taste drauf drücke, dann wird sie in der Tastatur versenkt und ist damit nicht im Weg und kann mich auch nicht heimlich filmen. Das ist die Besonderheit. Warum versteckt Huawei eine Kamera unter einer Taste? Ganz einfach, im Bildschirmbereich ist kein Platz. Er nimmt nämlich 91% der Vorderseite in Anspruch. Das schafft momentan kein anderer Hersteller. Also selbst bei Apple, bei MacBook Pro ist das, glaube ich, 88%. Wer viel und schnell arbeitet, möchte natürlich auch vielleicht ein bisschen länger arbeiten. Das ist mit dem Huawei MateBook X Pro durchaus möglich. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller nämlich mit satten 14 Stunden an und man übernimmt die Schnellladefunktion, die man von Smartphones her kennt. Das Gerät wird nämlich über USB Typ C aufgeladen und laut Huawei ist es so, wenn man es 30 Minuten auflädt, kann man anschließend 6 Stunden mit dem Gerät arbeiten. Natürlich bis zu 6 Stunden. Das MateBook X Pro bietet eine Tastatur, die alle Tasten besitzt, die man so braucht beim täglichen Arbeiten. Also es ist eine Full-Tastatur und man hat als Besonderheit auch noch das Touchpad, das besonders groß ausfällt bei diesem Modell. Es gibt also viel Platz, um herumzuwischen und den Mauszeiger zu bewegen. Kommen wir zum Preis und der Verfügbarkeit. Das MateBook X Pro wird ab Juni 2018 in Deutschland erhältlich sein. Und jetzt gibt es eine traurige Nachricht. Es wird hierzulande nur die Core i5-Variante geben und das mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM. Die besseren Varianten mit Core i7-Prozessor, die jeweils 200 € mehr kosten sollen, die wird es vorerst in Deutschland nicht geben. Das MateBook X Pro ist ein schickes Notebook, ein schickes Windows 10 Notebook, muss ich da betonen, das schnell arbeitet, eine dedizierte Grafikkarte besitzt, pfiffige Funktionen auch noch mitbringt und das zu einem, eigentlich muss man sagen, fairen Preis. Wenn man sich mal anguckt, was die Konkurrenzprodukte kosten, die können teils weniger und sind teils auch teurer. Also mir hat gefallen, dass es sehr schön in der Hand liegt und dass es halt eben diese pfiffigen Funktionen, diese extra Funktionen bietet, die ein flüssiges und schnelles Arbeiten mit Windows 10 erlauben.